Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 2 HD. Es geht weiter in der große Villa. Wir haben im letzten Part die Wunderlampe bekommen. Und nee, nicht die Wunderlampe, sondern die Düsterlampe. Und zwar können wir damit verschwundene Gegenstände wieder sichtbar machen. Und heute geht es mit dem Mitternachtsputz weiter. Pfui, Spinne, wo kommen nur all die klebrigen Netze her? Sie sind hinderlich, gefährlich und zutiefst undekorativ. Ein Fall für dich, Luigi. Okay. Etwas Unerwartetes und Ungenisches hat sich in der Gruselwelt dazu getragen. Alles ist voller Spinnen und vor lauter Netzen kann man sich nicht mehr an die eigene Nase fassen. Die Sache ging ruckzuck, keine Frage, da steckt ganz klar irgendein Spuk dahinter. Wenn es so weitergeht, können wir demnächst keinen Fuß mehr in das Gebäude setzen. Du musst flink zur Villa eilen und jedes einzelne Netz mit dem Schreck weg aufsaugen. Ich finde derweil heraus, was es mit dieser Spinnerei auf sich hat. Ernsthaft, wir müssen jetzt nochmal durch jeden Raum und da die Spinnennetze wegmachen? Das hätte ich doch mit der Düsterlampe verbinden können. Ich bin ja im letzten Part erst durch das ganze Haus durchgerannt, um unsichtbare Dinge zu finden. Aber naja, vielleicht ist das für uns trotzdem eine Chance, irgendwie noch an fehlende Rubine zu treffen. Wie auch immer. Also gucken wir mal. Aber Spinnenweben. Naja, ich sag mal so, ich bin ja als Zweitberuf Kammerjäger. Spinnenkammerjäger, Spinnenjäger, wie auch immer. Also von daher, das ist dann vielleicht auch mein Fachgebiet. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Warte mal, da oben gibt's Geld, das holen wir uns gleich. Und ja, hier sind zumindest jetzt noch keine. Nur eine Münze, ernsthaft? Hier sind zumindest noch keine Spinnenweben. Ah, ich sehe gerade auf der Karte, da sind Ausrufezeichen in den jeweiligen Räumen, wo Spinnennetze sind. Okay, ja gut, das macht's natürlich nochmal deutlich einfacher. Ich dachte, ich muss jetzt wirklich in jeden Raum. Und ihr seid schuld! Ihr seid schuld! Ihr Mistviecher. Mistviecher seid ihr, habt ihr gehört? Da sind noch mehr Spinnen. Zehn Spinnen dazu, dass ich muss die aufwecken. Nee, Countdown geht auf jeden Fall nicht hoch. Okay, gut. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, hier sind wir jetzt durch, oder? Sieht so aus zumindest. Das sieht so aus. Nee, warte, da ist noch ein großes Spinnennetz. Das größte habe ich gar nicht gesehen. Und hier ist auch noch eins. Mann! Jetzt sind wir durch. Okay, es kommt auch eine kleine Animation. Das ist aber nett. Und das Ausrufezeichen geht dann weg. Okay. Dann hier der Flur mal wieder. Der mir immer noch nicht ganz so geheuer ist. So, zack. Ja, mach du ruhig, mach du ruhig. Ah, wieder überall Spinnen. Also, dass ihr hier überall Spinnennetze hinsetzt. Warum jetzt ausgerechnet? Ihr hattet doch sonst vorher so viel Zeit, Spinnennetze zu setzen. Komm, weg mit euch, weg mit euch. So, da ist noch in der Ecke einer. Na, du gehst jetzt da bitte nicht runter. Gut, egal. Ich komme auch so durch. Aua. Aua, aua, aua. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Nächster Raum fertig. Der große Flur. Da sind Spinnennetze. Sonst im Garten gab es nichts? Nein. Also im Vorgarten meine ich. Okay, gut. Dann brauchen wir da nicht vorbeischauen. Wir gucken jetzt hier entlang. Ja, da ist ein großes Spinnennetz. Was kann ich damit machen? Warte mal. Oh, ich dachte... Doch! Ernsthaft, geht das? Dann kann ich das ins Feuer halten und das anzünden. Somit kriege ich das Große dann weg. Weil, wie will ich das sonst hier wegmachen? Oh, jetzt kommt hier die Killerarmee voller Spinnen. Ich kann doch auch den Blitzer nutzen, oder? Ja, genau. Dann werden die auch zu Münzen und zu Herzen, was auch gar nicht mal so verkehrt ist. Und dann greifen die mich nicht so an. Okay, das spawnt hier alles neu. Problem ist, ich habe gerade kein Feuer mehr. Komm, mach mal hier Feuer an. Feuer an! Danke. Danke. Jetzt muss ich ein bisschen schneller sein. Jetzt muss ich ein bisschen schneller sein. Komm, 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 komm. Danke, danke. Und somit kriegen wir vielleicht jetzt auch das Spinnennetz dort hinten mal weg. Wo wir bisher noch nie reinkamen. Ja, das sah ganz gut aus gerade. Alles zerstört, sehr schön. Warum ist hier... Warum hat es da so... Achso, hier glänzt es überall. Achso, okay. Hier nochmal ein bisschen Geld rausholen. Geld brauchen wir ja für ein neues Extra. Daher ist es ganz gut, dass wir jetzt ganz viel Geld noch holen. Möglichst viel Geld holen. Sonst? Es gab dahinter nochmal einen Spalt zum Durchgucken. Da will ich nochmal kurz durchschauen. Ah ja, nee, das ist die Bibliothek. Und da ist ein Buh! Da ist ein Buh! In der Bibliothek waren wir natürlich schon, aber wir sind noch nie durch diese Tür, glaube ich, gegangen. Wir sind immer auf anderen Wege gegangen. Okay, da ist was... Ach, das Piano ist weg. Ist,
ist das, nee, die Bücherregal. Aber das Piano ist da auch weg. Wie kann ich jetzt den Buhu erscheinen lassen? Muss ich den jetzt irgendwo finden? Streunt er hier herum? Achso! Ich muss alle verschwundenen Dinge wegmachen. Okay. Schubidubidu, Buhu, ich bin Schubibu. Und du? Da ist er, da ist er. Okay, okay. Anscheinend sind Dinge verschwunden und dann muss man die wieder sichtbar machen und dann kommt er. Ah, sehr schön. Hat schon mal sehr gut funktioniert, aber noch nicht ausreichend genug. Ist nicht so schlimm? Geld her, Geld her, Geld her. Das ist nicht, natürlich die Frage, wo ist er? Hier ist er irgendwo. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe mal die Dinger eingesammelt. Da ist er, da ist er. Und jetzt auf die Hölle mit dir! Wir wissen ja jetzt, dass in jeder Mission tatsächlich ein Buu ist. Daran habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht gedacht eben. Wir müssen ja noch in den ersten beiden Missionen nochmal reingehen. Und da, oder erste drei Missionen sind das so. Und dann noch die Buus holen, aber das machen wir, wenn wir mal einen kurzen Part oder so haben. Da Luigi, die Welt kann froh sein, dass du diesen bleichen Ballon gefangen hast. Buus sind scheu, sie zeigen sich nur, wenn man ihr Versteck findet. Und jeder ist anders, auch wenn alle gleich aussehen. Versuch sie alle zu schnappen, sonst schließen sie sich noch zusammen. Und das, mein Lieber, wäre verhängnisvoll. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Mission. Ich glaube, Buus muss man auch in Luigi's Mansion 3 sammeln. Warte, warum bewegt sich das Bild da oben? Ja, da oben das Feuer kann ich von hier unten aktivieren. Wow. Bringt mir aber jetzt nichts. Das Bild wackelt da. Warum wackelt das so? Warum leuchtet da eine Lampe nicht? Die rechte Lampe ist kaputt. Vielleicht hätte ich die erscheinen lassen müssen, aber auch nicht. Irgendwie ist das strange. Okay, wir sind mit diesem Raum durch. Sonst haben wir hier weiter nichts im Erdgeschoss. Dann müssen wir hoch zum ersten Obergeschoss. Gab es hier auch einen Weg nach oben oder gab es nur einen Weg nach unten? Warte, wenn ich jetzt in die Küche reingehe und hier dann... Dann gibt es doch auch hier einen kurzen Weg nach oben. Nee, das ist nur ein Weg nach unten. Schade drum. Okay, dann geht es jetzt erstmal zurück zum Flur. Dann gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal hoch. Wehe, jetzt kommen irgendwelche Geister wie sonst auch, wenn wir hier die Treppe hochgehen. Nee, okay, gut. Passt, passt. Gehen wir erstmal hier links lang. Da sind auf jeden Fall in drei Räumen Spinnen. Und das sieht... Oh, 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 oh. Bam, bam, Goldbahn, Goldbahn. Her damit, her damit. Jeder Goldbahn ist dann doch ganz wichtig, weil... Können wir ja ganz gut gebrauchen. So viele Spinnen, so viele Spinnen, so viele Spinnen. Aber Herzen finde ich auch gut. Okay, machen wir erstmal das hier weg. Was? Ach so. Das kann ich jetzt... aha, warte, warte. Kann ich jetzt hier ganz gut nutzen, das Feuer? Ich muss erstmal die Spinnen wegmachen. Dich hier auch? Dich hier auch? Ja gut, dann dich halt nicht. So, wie komme ich jetzt an dieses Ding da oben ran? So. Und danach ganz hinten und dann irgendwann... Hä? Nee? Was kann ich damit jetzt... ah, warte! Dich muss ich hier anbrennen lassen. Aha, ich dachte, ich muss mit dem irgendwie das andere da runterholen. Aber nee. Erstmal so. Und jetzt wird das hier befreit. Dieses, was auch immer das ist. Sieht aus wie ein Kokon oder so. So, schnell, 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 schnell. Und hier, freimachen. Sind wir jemals dahinter schon mal gewesen? Nein, oder? Nee, hier waren wir noch nie. Das ist jetzt Premiere, dass wir das hier öffnen. Da gucken wir gleich rein. Aber erstmal haben wir eigentlich hier alles geschafft. Hier hinter, darunter ist nichts. Hallo? Luigi, ich habe gerade nach oben gedrückt, mehrere Sekunden lang, und er geht trotzdem nach unten. Was war das gerade für ein Bug? Ich habe eindeutig da oben gedrückt. Oh, jetzt kommen wir an diesen Kristall ran. Jetzt können wir hier das Feuer nutzen, was ich ja sonst nicht hier nutzen konnte. Genauso. Perfekt. Schön. Und das Juwel ist meins. Nice. Das ist das letzte. Drei Juwelen fehlen jetzt hier noch. Ja, die müssen wir noch sammeln. Wo die sind? Keine Ahnung. Ich glaube, keines der Juwelen habe ich bisher gesehen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Oh, warte, die Tür, die geht ja nicht. Aua, das hat weh. Das ist erstmal, dass ich hier auf diesen Trick reingefallen bin. Müssen wir mal kurz... Nee, das war nicht so... Hier, daran müssen wir ziehen. Dass wir nach hinten kommen. So, zack. Und dann ins Bett hier hinein. Dann kommen wir schnell in den anderen Raum. Wie komme ich denn eigentlich dann wieder zurück? Ich muss ja irgendwie wieder dann zurückkommen.
Weil ich muss ja wieder in den Flur hinein. Das weiß ich noch nicht, das weiß ich noch nicht. Machen wir erstmal den Raum hier fertig. Vielleicht entdecke ich dann doch nochmal einen Ort, wo ein Juwel oder so ist. Das Juwel da im Gemälde, das haben wir ja schon, das haben wir ja schon geholt. Aber ansonsten... Ach, das Bild da oben bewegt sich. Aber ich kann da, glaube ich, nichts mitmachen. Ne, leider nicht. An den Krügen wird ja nichts sein. Außer vielleicht mal ein Herz oder Geld oder irgendwie sowas. Eine Art. Hier drunter war ein Schalter, um das Feuer zu deaktivieren. Richtig. Gut, hier ist noch eine Spinnenwebe. Er macht dann erstmal die Gardine weg. Mach erstmal die Gardine weg. So, wunderbar. Da ist auch noch ein bisschen was. Jetzt ist der Raum auch abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Ich mit dem Schrank hier irgendwas machen. Ja gut, aber nichts Besonderes. So, komme ich hier wieder zurück? Nein, leider nicht. Ich muss jetzt leider den Weg außenrum gehen. Also ich muss jetzt hier durch den Kamin erstmal durch. Das ist der einzige Ausweg. Na gut, mache ich dann gleich nochmal einen Cut und dann... Hallo! Dann mache ich das halt von der anderen Seite. So, zack. So, und rein hier. Da komme ich ja jetzt wieder unten in die Küche hinein. Richtig? Richtig. Geil, nochmal den ganzen Weg gehen. Und im Raum davor war eine Spinnenweben. Das habe ich gleich gesteckt, dass ich da nicht alles geholt habe. Ups. Das machen wir gleich. Was ist mit euch jetzt hier, ihr Großen? Nein, ich bin nicht in der Bibliothek. Ich bin jetzt in einem anderen Raum. Schön, schön, schön. Her damit, her damit. Ich bin im Atelier. Ah, noch zwei. So, sehr gut. Kurz warten und zack. Gibt es nämlich noch mehr Goldbahnen, wenn ich die richtig mit einem Hieb down kriege. 80 Münzen waren das. Sehr wichtig. Dahinter ist ja auch immer ein Goldbahn. Den nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon einmal hier sind. Aber sonst ist ja halt hier rein gar nichts. Hier gab es ja das eine Juwel, was ich ja... Oder Rubin, oder was auch immer. Was ich ja ausgelassen hatte. Aber ja. Okay, dann gehen wir nochmal in diesen Raum hier kurz herein. Wo habe ich denn da jetzt das Spinnenweben ausgelassen? Also das ist natürlich so billig. Natürlich so billig! Aber warte mal. Das ist der Teppich da. Ist mir das schon mal aufgefallen? Ja, ich glaube ja. Okay, okay. Dann haben wir jetzt hier doch alles geschafft. Na, sehr gut. Jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal in den Raum da hinten rein, die Bibliothek fertig machen? Ich würde mal fast sagen, ja. Ja, doch, machen wir das erstmal fertig und dann gehen wir nach ganz oben, weil da könnten vielleicht auch noch Spinnenweben sein. So, natürlich wieder ein paar Geister. Kriege ich euch beide nicht gleichzeitig, schade. Aber vielleicht kriege ich euch jetzt ein paar... Ja, sehr schön. Komm, komm. Und bam. Hier, Goldbahn wieder. Nice. Das hat sich dann auch gelohnt. Och, da ist jetzt ein Knochen. War einfach jetzt zufällig. Ich suche ja halt immer noch das eine Juwel, was jetzt hier auf dem Weg irgendwo sein müsste. Ja, den Tresor habe ich bestimmt schon mal geöffnet. Ja, der ist auch leer. Ja, okay. Gehen wir erstmal hier in die Bibliothek rein. Die müssen wir jetzt noch fertig machen. Ja, warte mal. Wie machen wir das jetzt hier? Ich muss ja irgendwie jetzt da... das Ding hier wegkriegen. Das ist ja bisher noch nie möglich gewesen, so wirklich. Oder gehe ich erstmal in den Raum dort rechts rein? Dann komme ich von der anderen Seite. Was hat mich denn da immer aufgehalten? Auch Spinnenweben, oder? Ich glaube fast ja. So, zack, haben wir erstmal die Tür wieder erscheinen lassen. So. Aha, und jetzt kann ich hier auch diese Spinnenweben hier endlich wegmachen. Komm jetzt her, ja. Danke. So, auf zum Grill, auf zum Grill. Hier habe ich ja auch eine Weile dran gesessen. So, wunderbar. Und dann gab es halt einen anderen Weg hier, ja. Perfekt. Alle Spinnenweben weg. Nein, da oben ist noch was. Mit einem Goldbahn dazu, den nehme ich natürlich auch mit. Und dann geht es hier noch weiter. Schnell, auf zum Grill, auf zum Grill. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, wie brutal. Wie brutal. Gut, dahinter war ich natürlich aber jetzt auch noch nicht. Gibt es da irgendwie was? Hier hinter? Oder warum kann man hier das freilegen? Ah, da ist eine Schatztruhe. Okay, das ist cool. Das könnte vielleicht so ein Juwel oder so sein. Nein, nur eine ganze Menge Geld. Ach, schade.
Ich habe das Gefühl, dass wir uns so langsam halt dem Ende hier der Spukvilla nähern. Weil wir halt schon das letzte Juwel in der Liste gefunden haben. Das ist meiner Meinung nach ein Indiz, aber muss nichts heißen. So, Speisesaal, hier ist alles clear. Außer dass hier vielleicht dann doch auch mal noch ein Juwel vielleicht versteckt sein könnte, aber ich denke eher weniger. Aber kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Gerade dieses eine ausgelassene Juwel, was ich in der einen Mission und Mission 2 ausgelassen habe, das lässt mich nicht los. Eins der beiden haben wir ja schon gefunden, aber das zweite, das fehlt halt immer noch. Wo wird das sein? Ich weiß es nicht. So, werden wir erstmal hier das Feuer freilegen. So, zack. Dann machen wir erstmal den Weg hier frei. Endlich mal. Das erste Mal, dass wir auch hier hinten sind, tatsächlich. Ja gut, mehr gibt es hier nicht so wirklich zu machen. Außer die einen Spinnenbeben hier da noch. Und dann ist die Bibliothek auch geschafft. Und tatsächlich sind trotzdem noch weitere Spinnenbeben übrig. 8 Stück noch, um genau zu sein. Das wird dann wahrscheinlich dann da sein, wo wir dann noch hinkommen. Das sah so aus, als wäre es so eine Dachluke oder so. Was wir da freigelegt haben. Warum gehe ich jetzt hier lang? Das ist doch ein längerer Weg als der andere. Okay, dann auf geht's zu diesem freigelegten Weg. Hier könnte vielleicht aber trotzdem auch noch irgendwo ein Juwel sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Warum funktioniert der Aufzug noch nicht? Was ist denn hier drunter eigentlich? Oder führt der Aufzug nach oben? Nee, glaube ich nicht. Der führt, glaube ich, nach unten. Stimmt, der führt an sich da, wo das Aquarium ist. Aber das macht ja keinen Sinn. Wir waren ja schon im Aquarium drin, oder beziehungsweise dahinter. Tatsächlich eine Treppe. Cool. Oder führt der Aufzug doch nach oben irgendwann mal? Ich weiß es echt nicht. So, da haben wir nochmal einen Tresor. Nice. Geld, 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 Geld. Alles her mir. Alles her, alles her. Wieder Ritterrüstungen. Ah, bei dir fehlt doch irgendwie was. Du hast einfach keine Ahnung, okay. Was ist denn hier passiert? Der hat jetzt das Paket da aufgespießt. So, wir müssen leider hier mal rüber. Luigi, du schaffst das. Aber ich muss mit dem Pro-Controller halten. Okay, krass. Einfach gerade halten, mehr ist das nicht. Okay, das ist trotzdem ganz cool. Macht man bestimmt auf dem 3DS mit einem 3DS so an sich. Aber sehr, sehr cool. So, die letzten Spinnweben sollten hier jetzt so langsam sein. So. Perfekt, haben wir das freigelegt. Aber hier geht es auch nochmal lang. Ist ein alternativer Weg oder wie ist das? Anscheinend. Kamera, du bist ein bisschen unpraktisch. Riesiges solches altes Fahrrad. Cool. Was haben wir denn hier? Warte, warte. Erstmal hier das Bild freilegen. Da ist wieder Feuer. Okay, okay. Gibt es hier nochmal irgendwo ein Juwel? Bezweifle ich eigentlich. So, das haben wir auch freigelegt. Wir haben alles geschafft. Nice. Da geht es dann zurück. Was ist hier denn noch? Da ist doch noch ein Juwel. Ja, moin. Okay, krass. Vermutlich, Luigi. Damit sollte den Krabblern die Spinnerei vergangen sein. Das heißt, die sind doch nicht in der richtigen Reihenfolge angeordnet, oder? Nur ungefähr. Jedenfalls haben wir es für das erste Wichtigere zu tun. Ich konnte nämlich den Ursprung der ganzen Spinnenplage ermitteln. Ich boxe dich zurück, dann erfährst du alles. Ui. Okay, krass. Wir haben es geschafft. Ja, was mit den letzten Rubinen ist, weiß ich nicht. Das werden wir noch erfahren. Oh, sehr schön, sehr, sehr viel Geld gesammelt. Sterne 2 wieder. Oder 2 Sterne, besser gesagt. Und dann geht's erstmal wieder zurück. Ja, ich denke mal, wir werden gleich noch ein bisschen Zeit nutzen, die restlichen Buhus einzusammeln aus den ersten Missionen. Und im nächsten Part würde ich vielleicht, wenn dann noch Zeit ist, die restlichen Rubine einsammeln. Suchen, wie auch immer. Ich versuche erstmal nicht das Internet zu verwenden. Ich werde erstmal so suchen. Wenn ich allerdings nichts finde, werde ich natürlich das Internet nutzen müssen. Wo die ungefähr zumindest sind. Ich werde vielleicht erstmal so gucken, dass ich nur ungefähr den Raum dann habe. Und dann so nochmal gucke. Und wenn ich es da gar nicht finde, dann die exakte Position. Aber erstmal versuche ich es so. Ich cutte das natürlich für euch zusammen.
Sabre Landung, mein Lieber. Hast du mir auch ein paar Geister mitgebracht? Ja, ein paar habe ich mit. Ein paar. So, erstmal neues Juwel. Zwei neue Juwele. Einen neuen Buhu. Bisschen Reichtümer. Das reicht fürs nächste Extra, ein Glück. Sehr geil. Und was ist das nächste Extra? Die Düsterlampe verbessert. Oh, okay. Die war eh nur sehr kurz immer an. Daher ist das ganz nice. Düsterlampen-Isolation. Jetzt übernimmt deine Lampe nicht mehr so schnell. Toll, oder? Geil. Ich habe während deiner Reinemach-Runde eine formidable Entdeckung gemacht. Ein paranormales Signal von unglaublicher Stärke. Tief im Inneren der Villa. Ich weiß nicht, wie es dem Paraskop so lange entwischen konnte, aber nun ja. In jedem Fall steht es zweifelsfrei mit der Spinneninvasion in Verbindung. Es wird noch ein wenig dauern, bis ich den Ursprung des Signals präzise geortet habe. Also, sobald ich es geschafft habe, darfst du dich gleich ins Vergnügen stürzen. Freu dich schon mal. Oh oh. Das wird dann auf jeden Fall nochmal interessant im nächsten Part. Oh, und das Symbol lässt deuten, das wird interessant. Gut, drei Missionen haben wir vor uns, wo wir nochmal Buhu sammeln wollen. Das heißt, let's go. Let's go! Ah, hier im Raum, wo hier dieses alte Auto ist. Na, bereit mit mir eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen. Let's dance, Boogie Woogie! Du bist mir ein bisschen unheimlich. Unheimlicher als die anderen. Aber okay, warte, wir müssen ja die Finsterlampe einsetzen, um dich aufzuspüren, und da bist du schon. Okay, ich vermute mal, später werden die Buhus ein paar mehr Leben haben, weil mit 20 Leben seid ihr einfach nur Lappen. Und ja, das war easy. Das war easy. Schnell das Geld einsammeln, Geld ist doch ein bisschen wichtiger als du hier. Und dann haben wir dich gefasst. Ich hoffe, ich kann jetzt die Mission einfach so beenden, ohne dass ich jetzt hier die Mission... Also ich hoffe, ich kann sie einfach abbrechen, ohne dass ich die normal beenden muss. So, zum Unterstopf. Ich hoffe, dann... Muss ich die ganze Mission komplett beenden? Ich hoffe nicht. Das wäre ein bisschen lame. Wenn ich jetzt nur für den Buhu alles nochmal machen muss. Ist ja bei Level 2 und Level 3 dann genauso, dass ich dann alles nochmal machen muss. Was doof wäre. Komm, bitte, bitte. Sag mir, dass der Buhu jetzt gefunden wurde. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich muss alles nochmal... Guck mal da durchs Fenster. Da ist ein Hund. Das erklärt auch, warum... Warte mal. Vergibt der da was? Ein Rubin! Ein Juwel! Was? Da muss ich sofort hin. Eigentlich wollte ich mich ja jetzt um die Brust kümmern, aber... Ah, da oben im Baum ist ein Juwel. Da kümmern wir uns jetzt direkt drum. Ganz einfach. Warte, habe ich das hier schon geöffnet? Ja, ich habe schon das angeblitzt, tatsächlich. Okay, krass. Ja, okay, ich bin immer noch in der ersten Mission. Weil ich muss halt die jetzt so komplett machen. Aber... Ach so. Warum wurde mir das eben nicht angezeigt, Mensch, dass ich das schon habe? So, ich habe jetzt Mission 1 nochmal abgeschlossen. Diesmal habe ich ein bisschen schneller gebraucht. Teilweise habe ich auch in meinen ersten Part reingeguckt, was, wo jetzt Schlüssel versteckt sind. Dass es für mich jetzt ein bisschen schneller geht, dass ich nicht alles absuchen muss. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch Mission Nummer 2. Und das verbinde ich direkt mit, das eine Juwel zu suchen. Dieses eine Juwel, was noch fehlt, das müsste ja nach diesem anderen Juwel im Atelier kommen. Daher, ja, das wären wir jetzt auch nochmal ein Plus, dieser Buhu, und in Mission 3 halt der Buhu, das machen wir dann vielleicht dann im nächsten Part, wenn dann nach dem Bosskampf, sieht ja nach dem Bosskampf aus, dann noch ein bisschen Zeit sein sollte, um dann die Spukvilla komplett zu 100% abzuschließen. Genau. Ja, das haben wir jetzt, und dann auf zu Mission Nummer 2. Buhu ist da. Sehr, sehr schön. Und let's go hier. Oh. Ein Geldgeist, ich bin gerade hier auf Klo. Und der wird wahrscheinlich sehr viel Geld geben. Oh yes, nice. Ich bin auf der Suche nach einem Buhu. Ich finde den einfach nicht. Ich habe schon alle Zahnräder. Ich finde den einfach nicht. Daher gucke ich mir jetzt Dinge an, Ecken an, die, ja, wo man eigentlich von der Mission her eigentlich nicht hingeht.
Okay, ich war jetzt in jedem Raum, wo man in Mission 2 hingehen kann. War ich in jeden einzelnen. Ich habe weder ein Juwel gefunden, noch den Buhu. Das ist strange. Ich habe eigentlich überall mit der Düsterlampe hingeleuchtet. Überall. Aber... Hä? Ich gehe jetzt nochmal kurz die Räume durch. Jetzt muss ich ja nicht die blöden Zahnräder sammeln. Aber... Sonst muss ich auch da jetzt im Internet gucken, was ich eigentlich bei den Buhus unbedingt vermeiden möchte. Oh nee, ey! Diese Stelle habe ich wohl nicht angeleuchtet. Ich spiele die üble Streiche. Ich bin nicht umsonst der Spitzbube. Ja, du hast mir echt Streiche gespielt. Wird Zeit, dass ich dich jetzt habe. Oh, das hat so genervt. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gesucht habe. Ich muss gleich auf die Aufnahmezeit gucken. Das könnten jetzt schon mindestens 20 Minuten sein, wenn nicht so eine halbe Stunde. Wo ich jetzt einfach nur hier in diesem Level gerade verbracht habe. Und dabei wollte ich gar nicht so lange jetzt hier mich damit aufhalten. Aber es muss halt sein. Damit wir den endlich haben. So, bam, mach dich weg jetzt hier. Mach dich weg. Tschüss, tschüss. Ich will dich weg haben. Danke. Und jetzt schnell das Level beenden. Ich brauche einfach nur noch die Zahnräder vergeblich einsetzen. Ich habe auf die Aufnahmezeit geguckt. Das war... Ja. Gut, hier sieht man es auch. Es war nicht ganz eine halbe Stunde, aber... Ja. Trotzdem, es hat... Es hat viele Nerven gekostet. Sehr, sehr viele Nerven. Gut, der Geldgeist ist der Geist, den ich einmal mehr gefangen habe als in der Mission sonst. Damals in Part 2. Ja. Ja, ja, ja. Juwel habe ich natürlich jetzt nicht gefunden, aber ganz ehrlich... Da werde ich mich dann später nochmal drum kümmern. Oh, ich bin halt nochmal die ganzen Räume abgesucht und so weiter und so fort. Und da war tatsächlich dann... Was war das? Ein Tisch oder so? Ja. Ah, Mensch, 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 Mensch. Gut, pack mal den Buhu hier rein. Und dann ist der Part auch hier vorbei. Im nächsten Part geht es dann weiter. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Gut, immerhin eine ganze Menge Geld gesammelt. Bis dahin, euch einen schönen Tag und... Tschüss.